Hallo, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch ein Produkt vorstellen, was ich selber getestet habe, sogar aus Not getestet habe. Hierbei handelt es sich um ein Pflegeprodukt, was ähnlich wie Clearasil dafür sorgen soll, dass die Haut reiner wird und die Pickel weniger. Ich habe jetzt leider zum Sommer hin extreme Probleme mit meiner Haut gekriegt. Aus irgendwelchen Gründen habe ich plötzlich Pickel gekriegt und da ich im Sommer sowieso auf Make-up verzichte, konnte ich die natürlich auch nicht wirklich verbergen und das habe ich mir einfach genervt. Also habe ich mal geguckt, ob ich irgendwas finde. Und ich habe etwas gefunden. Und ich bin davon mehr begeistert als von Clearasil. Ich habe Clearasil tatsächlich selber auch schon mal in meiner Jugend verwendet. Jeder kennt das in der Jugend, bei der Pubertät, da hatte man dann auch so seine Pickelchen, das hat einen auch gestört, also hat man Clearasil verwendet. Ja, ich hatte diesmal geguckt gehabt, ob ich dieses 5 in 1 Clearasil finde. Nachdem ich dann aber gesehen habe, dass das fast 6 Euro kosten soll, habe ich gesagt, nee, ist nicht. Dann laufe ich lieber mit Pickel rum. Dann war ich aber einkaufen und bin dann einfach aus Neugierde bei Kaufland rumgelaufen. In der Pflegeabteilung und habe da tatsächlich etwas gefunden, was Real nicht hatte. Also ich habe vorher bei Real geguckt gehabt, weil ich war vorher bei Real. Real hatte diese Marke leider nicht, hatte 10.000 andere verschiedene Marken, die auch alle schön teuer waren, hat aber diese Marke nicht. Und diese Marke ist Essence Pure Skin. Gekostet hat mich das auf, Moment, wie viele Milliliter? 150 Milliliter hat mich das gekostet um die 2,50. Ja. Viel braucht man hiervon tatsächlich gar nicht, weil das fast flüssig ist. Und man macht halt vorher sein Gesicht feucht. Und ja, macht sich ein bisschen was auf die Finger. Ich verreibe es dann ganz gerne. Und massiert das ein in die Haut. Es schäumt sogar. Und es ist tatsächlich ein Effekt schnell bei mir zu sehen gewesen. Ich musste es jetzt kurze Zeit wieder absetzen, weil ich leider mir letzte Woche einen leichten Sonnenbrand geholt habe. Im Gesicht. Wirklich einen leichten Sonnenbrand. Der ist mittlerweile nämlich wieder weg. Jetzt kann ich es wieder verwenden. Es heißt Anti-Spot-Waschgel, Anti-Pickel-Waschgel. Bekämpft Pickel und Mitesser. Proven Effect. Jo. Der einzige Nachteil, was diese Creme leider mit sich bringt, ich glaube, das ist, das ist ja keine Creme, das ist ja die Waschlotion. Waschgel. Was dieses Gel mit sich bringt. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei allen Produkten, die gegen Pickel sind, dass die Haut tatsächlich irgendwann spürbar trocken wird. Also die Haut fängt dann an zu spannen und sowas, nicht wahr? Und ja, da kann man einfach abhelfen, indem man danach dann das Gesicht eincremt. Eincremt, nicht einfettet, eincremt, ne? Ja? Also nicht zu viel Creme verwenden, das sorgt dafür, dass euer Anti-Pickel-Effekt ausbleibt. Weil die Haut danach dann wieder so extrem fettig ist und sich dann wieder mit Esser bilden. ja. Man benutzt das morgens und abends, wie jedes andere Produkt eigentlich auch. Und die Wirksamkeit des Pure Skin Systems ist hautärztlich bestätigt. Ganz wichtig. Gearbeitet wird hier mit Salicylsäure und Milchsäure. Ja. man muss natürlich auch aufpassen, wenn man sich natürlich dann hier überall so einschäumt und so. Dadurch, dass man ja vorher das Gesicht angefeuchtet hat. Geht noch ein paar Tropfen noch runter und ja,
müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr tatsächlich nichts in den Mund oder in Augen kriegt. Mir ist so an sich das dann auch noch nicht passiert. Es ist aber tatsächlich schon was über die Lippen und das war nicht angenehm. Und ja, was heißt nicht angenehm? Es hat jetzt nicht gebrannt oder so. Definitiv nicht. Aber man hat gemerkt, dass sich der Schaum auf die Lippen gesetzt hat. Also danach musste ich ein paar Mal tatsächlich meine Lippen abspülen, damit dann auch dieses Gefühl weg war, ah, was ist auf meinen Lippen? ich guck mal kurz, was die Inhaltsstoffe sind. Die Inhaltsstoffe sind Wasser, Sodium, Laureth, Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl, Betaine, Lactic Acid, Sodiumchlorid, Salicylic Acid. Ja, ich höre auf. ja, ich denke, viele von euch werden jetzt genauso denken wie ich, so. Das sind doofe Wörter. Man versteht sowieso nicht, was es ist alles. Aber ich habe mir mal sagen lassen, dass man das tatsächlich googeln kann. Man kann tatsächlich googeln, was diese Wörter bedeuten. Ist natürlich doof, wenn man jetzt gegen etwas Bestimmtes allergisch ist und es wird dann hier in der Fachsprache hingeschrieben und man weiß nicht, was der Fachausdruck für diese Allergie ist. Das ist natürlich ein bisschen doof. Da kann ich nur raten, wenn ihr gegen ein bestimmtes Produkt auf der Haut allergisch seid und das könnte ein Pflegemittel sein, in hygienischen Artikeln sein, ja, sucht vorher tatsächlich die bestimmten Produkte bzw. Die bestimmten Bezeichnungen dieser Wirkstoffe raus, um dann halt kontrollieren zu können, also am besten schreibt ihr euch die sogar tatsächlich auf, um kontrollieren zu können, ob das vorhanden ist in den Produkten, die ihr ja in die Hand nehmt, um zu gucken, oh, vielleicht kaufe ich das, vielleicht auch nicht. Von diesem Waschgel gibt es noch verschiedene andere Sachen. Es gibt davon auch solche Klebedinger. Ja, die habe ich mir jetzt aber nicht geholt, weil ich gedacht habe, okay, die sind ein bisschen doof. Die sind nämlich nur hier für die Kinnpartie und hier Stirn. Ja, man bekommt aber auch irgendwo anders, kommt auch hier mal Pickel da und ne? Kennen wir. Von daher fand ich das ein bisschen doof und habe gedacht, nee, also für solche Sticker, da gibt es jetzt auch nicht da, keine Ahnung, 2,31 € oder sowas aus, finde ich ein bisschen doof, wenn das nur für die beiden paar Hautpartien gedacht ist, so, ne? Gibt es auch jedoch noch so einen Stift. Dieser Stift, der ist wohl zum Sofort-Effekt da, also nee, Sofort-Effekt kann man so auch nicht sagen, zum Sofort-Benutzen da. Also wenn ihr einen kriegt, oh, drauf machen, so, ne, also wie es auch von Clarasil sowas tatsächlich schon gibt, dann gab es noch ein Peeling, das gibt es auch noch. Und ich glaube, eine Creme gab es auch noch. Glaube ich. Creme bin ich mir jetzt nicht sicher. Peeling ja, aber Creme bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. ja, wie gesagt, fester Preis, 2,25, also 2,50, irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall um einiges günstiger als die Produkte von Gangi, Clarasil, AOC und wie die alle heißen. Also definitiv tatsächlich günstiger und als Festpreis günstiger. Also ich hätte jetzt auch bei Kaufland ein Produkt von Clarasil besorgen können, was auch gleichzeitig als Maske verwendet werden kann, zum Beispiel dieses 3-in-1. Das war aber nur heruntergesetzt. Fast so günstig wie das hier. Da war das immer noch günstiger. Woraufhin ich dann gesagt habe, nee, ich bleib bei dem hier. Das ist definitiv günstiger. Und das ist dauerhaft günstiger. Da muss ich nicht dann gucken, ob ich das irgendwo im Angebot wieder unter 3 € kriege oder ansonsten doch über 3 € für zahlen müsste.
finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen happig, für ein Anti-Pickel-Produkt so viel zu zahlen. Ja. Von Valea hatte ich leider noch nichts gefunden gehabt in der Richtung. Aber auch da werde ich halt selber gucken. Vielleicht werde ich da noch irgendwas finden, was dann auch so gut ist, aber doch noch billiger. Ja, Schönheit sollte doch nicht so viel kosten, ne? Wir haben ja schließlich keinen, der uns mal eben das Geld so vorbeibringt. Also ich zumindest nicht. Solltet ihr einen haben, sagt ihr Bescheid. Ich will auch. Ich will auch Geld haben. So viel ist von mir heute und ja. Ich hoffe, dass ich damit jetzt ein paar von euch, vor allem die Jugend, da, helfen konnte, das Portemonnaie zufriedenzustellen, sprich euer Geld nicht komplett rauszuschmeißen für Produkte, die ihr von anderen Firmen günstiger kriegen könntet. Ja, so viel von mir heute und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.